Hallo, ich bin Martina Merz von Agentur Merz. Vielleicht war der schon öfter hier. Wir sind eine Designagentur, die im Nachhaltigkeitsbereich ist. Und was uns sehr bewegt immer wieder ist die Frage, wie lassen sich eigentlich so ein bisschen schwierige Themen, Nachhaltigkeitsthemen, die gerade für die Biomarken eigentlich total wichtig sind, so rüberbringen, dass die Leute sie gerne anschauen. Wenn man sich Produkte anschaut oder auch Markenkommunikation anschaut, wird über die Hintergrundthemen, es sei denn, es ist wirklich fast so ein bisschen Green- oder Bluewashing-mäßig, relativ wenig gesprochen. Gerade bei den Pionieren ist es erstaunlich, die ja eigentlich Vorbildunternehmen sind in Sachen Nachhaltigkeit und oft ganz, ganz, ganz viele Dinge tun, über die sie nicht sprechen. Und wir haben untersucht, und das möchten wir euch gerne in einer Serie von Beiträgen einfach noch ein bisschen genauer vermitteln, wie verschiedene Themen gut kommuniziert werden können. Wir zeigen euch Beispiele aus der Nicht-Bio-Welt, um zu zeigen, wie es die anderen machen, als Inspiration. Vielleicht habt ihr diese Serie auch schon entdeckt. Wir haben die jeden Monat in der Bio-Welt als Kolumne. Oder ihr findet sie auch, wenn ihr unten auf die Links schaut. Dort führt es zu unserer Website, wo es alle Artikel auch nochmal zum Nachlesen gibt. Heute sprechen wir über das Thema nachhaltige Verpackung. Jeder Kunde verlangt, erwartet, wünscht unbedingt von einer Biomarke eine nachhaltige Verpackung, greift aber im Regal dann nicht zu der nachhaltigeren Verpackung, sondern er greift zu der schöneren Verpackung. Wir haben als Konsumenten alle gelernt, dass gute Geschenke mit dickem Papier eingepackt werden, schön eingepackt werden und dann ist ein wertvolles Geschenk drin. Niemand würde einen Brilli in einer dünnen Plastiktüte überreichen. Und so ist es leider ein Problem, wenn Marken versuchen, ihre Verpackungen umweltfreundlicher zu machen, Ressourcen zu optimieren, CO2-Footprint zu reduzieren, weniger Mehrkomponentenmaterialien zu verwenden, die große Diskussion mit Plastik, Bioplastik ja oder nein. Es ist irrsinnig schwierig, diese Themen zu kommunizieren, so dass es für die Konsumenten wirklich spannend ist und es auch einfach zu tun, die Verpackung zu reduzieren, die Folie dünner zu machen, ohne dass der Konsument dann davonläuft, weil die Verpackung nicht mehr wertvoll aussieht und dadurch der Inhalt schlechter wirkt. Ich habe jetzt heute ein paar Beispiele dabei, die ich eigentlich ganz spannend finde. Wir haben hier eine Verpackung von Hemmemilch. Viele im Biobereich kennen diese Art der Verpackung von Brodovin, die mit diesem Verpackungstypus eigentlich erstmals gearbeitet haben. Das ist ein Beutel, der zu großen Teilen aus Kreide besteht als Füllstoff, damit das Material stabil ist. Man sieht es jetzt nicht mehr richtig, wenn die Milch drin ist, habe ich das wie eine Kanne im Kühlschrank. Es schließt sich hier oben automatisch. Eigentlich eine total geniale Geschichte, CO2-Footprint, super, weil nur so viel Material, also kein Vergleich zu einem Tetrapack oder zu einer Glasflasche. Es ist ein Kunststoff, ja, das ist aber wieder eine andere Diskussion und das zeigt auch das Problem. Wir hatten in unserer Verpackungsstudie hatten wir die Brodovin-Beutel mit in der Präsentation und in der Bewertung und die Konsumenten hier unten im Süden, die Brodovin nicht kennen, waren eigentlich alle, haben gesagt, oh nee, die Verpackung will ich nicht. Die macht mir Angst, ich habe Angst, dass sie umfällt im Kühlschrank, dass sie nicht zugeht, dass die Milch schneller sauer wird. Ich kenne sie nicht. Und so sehen wir Verbraucher leider. Wir kaufen einfach die Produkte, die wir kennen. Also Vertrauen, Gewohnheit, Gewohnheit, Gewohnheit. Kenne ich nicht, mag ich nicht. Steckt leider in uns allen sehr drinnen. Und dann habe ich bei einem Besuch in Hannover diese Marke Hemmemilch entdeckt und dachte, wow, das ist sicher ein super Produkt von einem total kleinen Hof. Tolles, tolles Design, sehr persönlich mit einer Unterschrift hier vorne. Und dann habe ich es rumgedreht. Man sieht es hier auf der Rückseite. Diese Spalte geht über die Milch und diese Spalte, das heißt die Hälfte der Kommunikation, geht über Verpackung. Eine ganz besondere Milch, ganz besonders verpackt. Weil unsere frische Milch ein reines Naturprodukt ist, soll auch unsere Milchbeutel hier in nichts nachstehen. Sein 40-prozentiger Kreideanteil minimiert den Kunststoffbedarf und sorgt außerdem für Standfestigkeit. Verbraucher optimal abgeholt. Sie benötigen keinen zusätzlichen Behälter. Also nicht, was wir als Kinder, also zumindest meine Generation, die Altpioniere, gelernt haben, die Biomilch im Beutel, die in so einem blauen Plastikbehälter drin war. Die Herstellung unseres Milchbeutels verbraucht weniger Wasser und Energie als andere Einwegverpackungen. Und das Abfallvolumen reduziert sich im Vergleich zu Milchkartons um beeindruckende 66%. Und plötzlich wird die Milch, die hier drin ist, fast eine Biomilch. Es ist unglaublich, wie wirklich so eine Beschreibung
die Qualität vom Produkt, auch diese Kommunikation, die Qualität vom Produkt verbessert. Also das war für mich wirklich so ein Aha-Effekt. Wo man es kennt, ist bei Frosch, das sind so ziemlich die einzigsten, die das mit dem Nachfüllbeutel auch geschafft haben. Alverde zum Beispiel hat versucht, man sollte glauben, umweltfreundliche Kundschaft, die legen Wert darauf, dass nachfüllbar ist. Denen ist es nicht gelungen, Nachfüllpackungen für Shampoos zu etablieren. Das ist so der gängige Weg. Ich schreibe oben drauf 70% weniger Beutel. Also das ist einfach eine ganz starke Aussage. Aber bei Frosch ist es ganz stark mit der Marke eben auch verbunden. Das heißt, in dem Fall ist es so sachlich gut. Dieses dröge Thema lässt sich noch viel einfacher eigentlich kommunizieren, indem man es sexier macht. Indem man es lebendiger macht, authentischer macht. Super macht es zum Beispiel Innocent. Wir haben hier ein Beispiel, das ist auf der Unterseite. Das ist auf der Unterseite der Verpackung. Ist eine lustige Zeichnung drauf. Es ist nicht im Vordergrund in der Kommunikation. Das heißt, es werden andere Flächen genutzt. Und dort steht dann einfach, wenn du keinen Garten in diese Box pflanzt, wirf sie bitte ins Altpapier, damit etwas genauso Schönes daraus entstehen kann. Das heißt, die Sprache ist lässig, die Zeichnung ist lässig, es ist der Do-it-yourself-Trend angesprochen, der Urban-Gardening-Trend ist angesprochen. Ganz viele gesellschaftliche Trends werden aufgegriffen und übersetzt. Auch Innocent, hier kann man sehen, wirklich, wie man die ganze Rückseite voll mit Nachhaltigkeitskommunikation. Ganz, ganz, ganz viel Licht aus Recyclingdosen. Mit einer Dose kann man 3 Runden Fernsehen. Also es ist einfach total witzig gemacht. Es ist wirklich lässig. Und was man sieht, dass es neugierig auch macht. Diese Fülle, diese Vielfalt, auch das Handgemachte, worüber wir ja in anderen Beiträgen auch schon ganz viel gesprochen haben, wie das hier plötzlich eine Leichtigkeit auslöst bei einem eigentlich ziemlich schwierigen, langweiligen, mühsamen, du musst weniger dies und musst weniger das Thema. Wer es auch sehr gut macht, oft findet man hervorragende Beispiele bei den Unternehmen, die eher mit dem schlechten Nachhaltigkeitsimage verbunden sind. In diesem Fall hier ist es eine Nachhaltigkeitsbroschüre von McDonald's. Übrigens sehr, sehr, sehr gut gemacht. Natürlich CO2-Print kompensiert, Recyclingpapier, mattes Papier. Und was man hier sieht, dass sich komplexe Zusammenhänge sehr, sehr gut in Infografiken transportieren lassen. Eine Infografik macht komplexe Dinge verständlich. Wir haben hier Zahlen, Zahlen sind die Beweise. Und wir haben nette Illustrationen. Und plötzlich wird was ganz Schwieriges total einfach. Und man nimmt es diesem Unternehmen wirklich ab, dass sie ganz viel für den Aspekt tun, dass sie Verpackungen verwerten. Das sind Riesenzahlen, 47.636 Tonnen. Das ist wirklich richtig gut. Also dann kommen so Vergleichszahlen, 5% weniger als 2013, dann relativiert sich das schon wieder so ein ganz kleines bisschen. Wenn man aber weiß, wie schwierig das Thema ist, ist es wirklich gut. Und da muss ich einfach sagen, well done, very well done. Es ist, sowas finden wir im Biobereich nicht. Im Biobereich finden wir sachliche, beschreibende Texte und vielleicht noch ein Symbol, dass es eine plastikfreie Zone ist. Die plastikfreie Zone, freudscher Versprecher, das ist der Unverpacktladen hier in München übrigens, einer der Unverpackt- oder zumindest plastikfreie Läden. Also hier sieht man, Infografik kann komplizierte Sachen sehr, sehr gut transportieren. Und dann haben wir hier noch 2 Beispiele aus dem Bereich Mode. Die Puma Box, ursprünglich ist es ein Schuhkarton. Puma hat eine, sie nennt es Clever Little Bag, hat eine Tüte entwickelt, wo dann den Innenkarton reinkommt und so taucht das Produkt dann im Laden auf. Und was machen sie? Hier haben wir an der Seite die ganze Nachhaltigkeitskommunikation und man sieht, es sind fast keine Worte. Es sind eigentlich nur kleine Symbole mit Minitexten drauf. Und wenn ich jetzt hier suche, haben wir zum Beispiel Recycled Cotton. Da steht keine Angabe darüber, wie viel recycelt wurde. Chromfreies Leder. Afrikanische Baumwolle ist eigentlich nicht nachhaltig. Weiß man nicht, ob es das ist oder nicht. Aber in diesem Zusammenhang und mit der Headline The Puma Eco Table wird es plötzlich total eco. Und ich denke, boah, ich wusste gar nicht, dass Puma so eine nachhaltige Marke ist. Also wirklich wenig Text. Viele einfache, schnell verständliche Symbole. Ich habe keine Lust, Romane zu lesen als Konsument. Niemals. Nicht mal, wenn ich ein engagierter, nachhaltiger, bewusster Mensch bin. Ich habe darauf keine Lust. Ich vertraue einer Marke. Ich will einfach nur das schnell sehen.
Ja, und dann ein Beispiel, wie es Unternehmen machen, die eine sehr hohe Glaubwürdigkeit haben, die all diese Romantik nicht brauchen. Die schreiben nämlich hier einfach Armed Angel T-Shirt. This bag is made of 100% recycled material. Klar hingeschrieben, ohne Romantik. Und meine Vermutung ist, dass es sehr konsumige Marken im Bio-Bereich, denen tut es gut, einfach mehr zu kommunizieren, mehr mit Bildern, mehr mit Symbolen, mehr mit Vereinfachung. Und dass junge, sehr starke Marken, die mit einem hohen Anspruch an Social Business auf den Markt kommen, Social Entrepreneurs, junge Startups, dass die mit wesentlich mehr Statement Stellung beziehen zu diesen Themen. So, das war's für heute zum Thema nachhaltige Verpackung, kommunizieren auf dem Produkt, Engagement der Hersteller in diesem Bereich. Wir machen noch mehr zu dieser Serie. Es wird verschiedenste Themen geben, zum Beispiel darüber, wie man soziales Engagement gut transportieren kann, darüber, wie man dieses ganze Thema ohne auf eine Art und Weise rüberbringen kann, dass es nicht nach Verzicht aussieht. Besucht uns wieder, wir freuen uns. Ciao!